das war direkt von Daniel, ohne dass sein Kollege den Ball noch berührt hat. Nur noch 2:1. Hat plötzlich viel Platz, Babic attackiert nicht, dann irgendwo so ein Zwischending aus Hereingabe und Torschuss. Ich glaube, es war Kola, der am Ball vorbei segelt, aber doch noch den Ball berührt. Lubos Kola, der Torschütze, 2:1 mit dem...